Moin da draußen. Ja, ich habe gute Laune. Wir sind wieder beim Camping. Schönes Wochenende endlich mal wieder nach dem Caravansalon. Davor 3, 4 Wochen überhaupt nichts. Jetzt sind wir wieder los. Nur nach Limburg in Holland. Von uns ja nicht ganz so weit. Hier brüllt die Klimaanlage über mir. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Jetzt müsste man es sehen können. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz Heldense Bossen. Richtig schöner Platz. Ich habe mir gerade jetzt erstmal eine kurze Hose angezogen. So wie es aussieht, wahrscheinlich das letzte schöne Sommerwochenende. Gehen mal raus. Sonne brüllt. Mama brüllt. Oh, erwischt! Die Olle trinkt ein Bier. Wir sind natürlich mit unserem schönen neuen Auto hier. Leute. Mit Mann geht ja wohl kaum. Das Auto ist geil. Mein Auto ist geiler. Auch wenn man Vorurteile hat mit Mercedes und sowas, also man merkt wirklich, dass man da was anderes unterm Hintern hat. Man hat so das Gefühl, da ist überhaupt kein Wohnwagen am Auto dran. Der zieht wirklich super gut, obwohl es die kleinste Maschine ist. Mercedes GLC, echt wirklich zu empfehlen, wenn ihr einen Wohnwagen habt. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Mein Bier ist leer. Dein Bier ist leer. Dein Bier ist aus, du gehst nach Haus. Nee, wir könnten eine Platzrunde machen. Eine Platzrunde, das machen wir gleich auch. Ja, ja. Ist die Sonne runtergegangen. Ja, auf jeden Fall werden wir die Leute, denke ich mal, aua, am Wochenende mitnehmen. Ne? Wohin? Ja, hier über den Platz. Ich werde nur hier sitzen. Wochenende. Ich werde nur hier sitzen und Bier trinken. Ja, so ist das mit manchen Frauen. Ne? Ich sage das schon immer im Fußballverein bei uns. Ich bin eigentlich immer nur da, weil ich zu Hause häusliche Gewalt habe. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich habe eine tolle Frau. Muss ich jetzt so sagen, steht hier auf meinem Manuskript. Nein, ich habe meinen Fuß quasi da, wo es nicht gut ist. Was, du hast einen Fuß? Ja, also in Höhe. Was hast du denn da an dem Fuß? Nichts, Schatz. Nichts? Komm einen Schritt näher. Muss ich das jetzt verstehen? Na egal, fängt ja lustig an hier. Ja, ich kann euch ja mal eben zeigen, wo wir hier stehen. Das ist hier richtig so schön, ja, wie im Wald. Hier vorne gibt es so Mietzelte. Scheint mir aber alles leer zu sein, nach Saison eben. Und hier auch nicht so richtig viel belegt. Richtig Platz, richtig Natur, richtig schön. Ja, wir nehmen euch einfach mal mit, wie gesagt. Und dann melden wir uns später wieder, ne? Ne? Jetzt hole ich euch doch nochmal dazu, weil wir machen hier gerade so einen kleinen Rundgang, wie die Miriam eben angekündigt hat. Wir gucken uns den Platz mal ein bisschen an. Und Leute, ich habe sowas selten gesehen. Das ist eher Centerpark-Ausmaße. Guckt euch das mal hier an. Kleine Hügelchen. Einfach so mitten auf dem Campingplatz. Hier auch. Hier gibt es ein Restaurant, einen Supermarkt, ein Café und einen Imbiss. Meine Güte. Das ist aber richtig schön. Und eine Bimmelbahn, wie ich sehe. Ein richtig schöner Spielplatz. Der geht da hinten durch. Boah, Leute, ey. Habe ich selten am Campingplatz gesehen. Jetzt fange ich aber langsam an zu schwärmen hier. Ich glaube, das wird einer unserer Lieblingsplätze hier. Guckt euch das mal an und das geht bis das, soweit das Auge reicht, bis da hinten, ja, wo das Haus steht. Heftig. Boah, was ein Spielplatz, Elias. Das ist ja heftig, oder? Boah. Ja, da ist man ja schon ein bisschen sprachlos. Und direkt hier dieses Café, denke ich mal, oder? Hier ist auch der. Kannst du Kaffee trinken mit den Kindern hier? Kinderclub, kannst du den Kindern hier zugucken. Ey, super, Leute. Das ist mal ein Platz. Und hier waren wir noch nie. Das ist der Hammer. Halbe Stunde von uns entfernt und wir kennen ihn nicht. Heldense Bossen. Guckt's mal nach. Echt geil. Gibt natürlich von uns auch noch einen Campingplatz-Check. Ich denke mal, dass ich den morgen aufnehmen werde. Da fahrt ihr noch ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir einfach nur eine Runde. Aber guckt euch das mal an. Heftig.
Hier können die Kinder hochkraxeln. Da ist unten Becken. Allein Werkverkehr. Also hier darf man nicht mit dem Auto fahren. Hunde verboten. Ja, hier auch schon, oder? Da ist ein Wasserbecken. Boah, Leute. Guckt euch das mal hier an. Eine Haltestelle. Wo bist du? Da. Hui. Cool. Guckt mal hier, Leute. Ey, wenn das nicht geil ist. Jetzt will ich dir mal was zeigen. Nee, ich geh da jetzt rein. Nein. Doch. Oh, schönes kaltes Wasser. Oh, Leute. Das ist schön. Ich warte durchs Wasser. Ich habe einen Spot gefunden, in dem ich durchs Wasser warte. Lass die Luisa die mal kurz nehmen. Oh, ist das schön hier, Leute. Das ist ganz sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir hier waren. Dass ich so aus dem Häuschen bin, von so einem Platz. Da werden bestimmt Kinderanimationen, vielleicht Stockbrot backen oder sowas gemacht. Ey, richtig cool. Wie ihr seht, ich bin ein bisschen baff. Jetzt mache ich mal kurz Pause mit dem Film und melde mich dann später wieder. Mehr, Leute, mehr. Wir wollen mehr sehen, hat die Mama gerade gesagt. Wo ist sie? Da. Ja. Die Socken trägt. Da waren wir gerade. Mit den Füßen erfrischen. Und hier geht's weiter mit dem Spielplatz. Hier ein riesen Fußballfeld. Mit richtig schön gepflegtem Rasen. Cool. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gehen darf, weil da war ein Hundeverbotenschild. Aber ich bleib auf dem Weg. Ja, du bist ja nicht am Spielplatz. Ich bleib auf dem Weg. Ey Leute, hier ist ja echt für jeden was dabei. Und hier in Deutschland überall 100.000 Schilder. Und lass mal hier Kinder, 100 Kinder auf dem Spielplatz sein. Die verlaufen sich trotzdem. Das ist riesig hier. Wo ist denn dein Fahrrad? Das steht doch da vorne. Hier ist riesig, da hinten noch ein Basketballplatz. Cool, ja, ja, hier. Kannst sogar abziehen, da liegt sogar ein Ding zum Abziehen. Alter, das ist wirklich schön. Ja, Leute, was soll ich dazu noch viel sagen? Ich lasse mal einfach ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Lauf mal hier weiter, weil das ist schon heftig. Nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at.
interfere. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear. Damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I be here for the long run. I'm a slave for the cash. Got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curve them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. So Leute, und wieder nicht viel weiter gekommen, wieder 100 Meter weiter. Haben jetzt das Schwimmbad gefunden. Ui, da ist bockig. Hitbusbad. Leider anscheinend schon geschlossen. Sommersaison ist vorbei. Ja, wer hat auch nach dem August gedacht, dass es nochmal so warm wird. Aber auch schön gemacht hier mit Beachvolleyball. Da hinten ein paar Häuschen, das sieht ein bisschen aus wie Bullabü, wenn ihr das kennt. Da hinten Snackbar. Also wirklich hier alles richtig schön. Jetzt gucken wir mal hier eben, wie das Schwimmbad aussieht. Guckt euch mal den Rasen an. Trotz Nachsaison total gepflegt. Also wir sind echt begeistert hier, auch wenn ich das schon mehrmals gesagt habe. Ja, ein kleines, aber feines Schwimmbad. Da hinten noch ein Babybecken. Was zum Springen. Und daneben direkt das Hallenbad mit Rutsche. Das werden wir uns morgen mal zu Gemüte führen. Gucken, ob wir da einen Blick reinhaschen können. Schauen wir doch mal einfach. Aber ich will jetzt auch hier keinen. Mal gucken. Das ist mir, glaube ich, normal. Ich weiß nicht, was man sehen kann. Wahrscheinlich nicht besonders viel. Gehen wir mal weiter. Aber Leute, die Pflege macht es ja auch. Und guckt euch das mal hier an. Das habe ich schon auf richtig tollen Campingplätzen echt anders erlebt. Guten Abend, liebe Leute. Ja, es dämmert schon wieder. Ihr merkt, wir haben Samstagabend. Wir haben heute überhaupt nicht viel gefilmt. Wir haben heute einfach mal gechillt. Muss auch mal sein. Jetzt haben wir hier lecker ein bisschen Snacks gegessen. Bitterballen, wem das was sagt hier in Holland. Ja, jetzt chillen wir hier noch ein bisschen rum. Da geht's gleich zurück zum Wohnwagen und dann auch später ins Bett. Morgen haben wir auf jeden Fall noch den Campingplatz-Check für euch geplant. Machen wir auf jeden Fall noch, weil Sonntag soll das Wetter auch richtig schön sein. Wie gefällt es dir denn hier? Super. Gefällt es hier echt super. Du siehst hier ein bisschen aus wie eine Nachrichtensprecherin gerade, wenn ich mir das so angucke. Ja, der Himmel ist etwas bewölkt. Er hat sich jetzt zugezogen, aber der Tag war sehr warm. Die Kinder waren nur unterwegs. Wir haben sie gerade mal zum Essen eingefangen, aber auch nur zum Essen und direkt wieder weg. Es ist wirklich ein Spielparadies für die Kinder hier. Und auch ein Spielparadies für den Hund, weil mir juckt es in den Füßen. Ich möchte morgen nach dem Campingplatz-Check unbedingt noch eine Runde mit Nala spazieren gehen, weil hier angrenzend ist, man kommt mit dem Schlüssel aus dem Campingpark raus. Als Zusatz, den müsst ihr euch bei der Rezeption holen und dann könnt ihr den während eurem Aufenthalt behalten. Und dann könnt ihr hier durch sämtliche Ausgänge rein und raus gehen mit dem Hund. Und hier ist überall Wald und richtig schöne Spazierwege, richtig cool. Ja, genau. Und die habe ich mir eben auf der Karte angeguckt. Es ist massig an Spazierwegen. Und da wollte ich einfach mal so ein, zweimal durchgehen mit ihr. Ja, und dann müssen wir auch schon langsam wieder nach Hause. Und ich habe schon gesagt, also gut, der Preis ist natürlich mehr als die Hemeke. Aber auch das muss erklären, der Himmel war so immer unser Referenzplatz mit Beringer Sand zusammen, wo wir immer mal fürs Wochenende mal schnell hinfahren konnten. Weil es nur eine halbe Stunde entfernt ist. Genau, und das hier jetzt auch. Und ich denke, das wird jetzt auch einer unserer Referenzplätze werden, weil der ist so geil, Leute. Aber ihr werdet das ja sehen. Ihr habt ja gestern, ja, was heißt gestern? Für euch ist das, sind da ein paar Sekunden Unterschied. Ihr habt das ja gesehen, wie es hier aussieht. Das ist schon ganz schön heftig. Heute waren wir noch im Hallenbad. Schwimmen auch richtig schön, sehr klein, aber fein, super schnelle kurze, super schnelle Rutsche. Macht richtig viel, darunter zu rutschen, auch für Erwachsene. Ja. Und ein Strudel, also so ein Strudel habe ich auch noch nicht erlebt. Das war richtig ein Strudel. Der geht auch noch weit bis außerhalb.
konnte Elias dann mal üben, wie man aus einem Strömung rausschwimmt. Super, macht richtig Spaß hier. So, jetzt sitzt Miriam hier und besäuft sich. Kirschbier, aber 0,0%. Und der Papa, der nuckelt an seinem Eistee. Jetzt machen wir hier Werbung. Ich sag den Namen nicht. Prost, Mama. Prost, aber er schmeckt gut. Auf jeden Fall ein richtig geiles Wochenende, muss man sagen. Das Wetter ist natürlich auch grandios. Ja, tut sein Übriges dazu noch. Nicht zu warm, nicht zu kalt, zwischen 25 und 27 Grad. Ja, viel besser kannst du es ja gar nicht haben. Das Freibad hat leider schon zu, weil es ist Nachsaison. Hey, wäre ich aber auch nicht reingegangen, ehrlich. Ja, dafür war es dann vielleicht schon wieder ein bisschen zu kühl. Ein Tick zu kühl. Aber wie gesagt, wir haben ja das Hallenbad und so viel zu spielen hier für die Kinder. Das ist schon richtig cool. Ja, ich finde es. Ich, also wenn du mir demnächst die Wahl stellst, dann bin ich schon fast hier für. So, jetzt habe ich hier so viel gelabert. Ich zeige euch jetzt mal, wo wir hier sitzen. Ich gehe hier mal weg. Gucken, ob das die Lichtverhältnisse noch mitmachen. Hier wird es schon sehr dunkel, aber da vorne ist wieder etwas heller. Hoppala, jetzt wäre ich fast gefallen. Ich gehe mit euch hier ein bisschen weg. Und dann könnt ihr euch hier mal dieses geile Imbisscafé angucken. Hier haben wir heute Mittag auch oder heute Nachmittag Kuchen gegessen. Richtig schön. Ich drehe euch jetzt mal um. Ihr habt hier den Spielplatz. Moment. So, Dalle, jetzt, ihr habt hier den Spielplatz, den wir euch quasi gestern schon vorgestellt haben. Mit diesen ganzen Spielmöglichkeiten hier, der Hüpfburg. Und hier sitzen wir, da seht ihr die Bea mit dem orangenen Oberteil. Und das ist hier ein richtig schönes, rundes Gebäude. Kaffee, Bar, Restaurant, Imbiss, keine Ahnung, wie man das jetzt schimpfen sollte. Total schön. Ich gehe jetzt wieder zurück und dann gehen wir gleich auch zurück zur Parzelle und dann hole ich euch morgen noch mal dazu. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. So, guten Morgen Leute. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil die Miriam filmt gerade und er macht gerade den Anfang vom Campingplatz-Check. Das zeige ich euch mal, wie das bei uns abläuft. Die läuft hier mit der Kamera und erzählt. Das werdet ihr dann natürlich im Campingplatz-Check alles sehen, wie das genau abläuft. Ja, Wetter wieder toll jetzt Sonntag. Wir müssen heute leider schon wieder nach Hause. Jo, was gibt's noch zu sagen? Ich will jetzt hier noch bis Nachmittag bleiben, weil hier gibt es einen riesen Nachteil. Man kann nicht von Freitag bis Sonntag buchen, sondern nur von Freitag bis Montag. Bisschen Abzocke, wie ich finde. Andererseits natürlich auch ganz cool, dass man den Sonntag noch komplett nutzen kann und dann nach Hause fahren kann. Kann man eigentlich sehen, wie man will. Hier ist die Rezeption, die zeigt ihr mir jetzt gerade. Und dann werde ich gleich mal die Kamera übernehmen. Vielleicht hole ich euch ja später beim Campingplatz-Check nochmal dazu. Jo, so viel gerade zum jetzigen Augenblick. Wir hatten bisher ein riesiges Wochenende, richtig schön. Ich muss hier schön hinterbleiben. Tolles Wetter. Waren gestern im Hallenbad. Waren essen im Imbiss. Richtig cool. Das ist das Maskottchen hier vom Platz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig erkennt. Jetzt gehen wir hier ein bisschen rum. Miriam ist gerade fertig mit ihrer Ansprache. Ich bin den Platzgrund, Pladegrund da noch mit. Ich habe mich gerade extra für den Campingplatz-Check in den Babypool gewagt. Ich hoffe, man sieht meine Füße. Jetzt sind wir fast durch. Miriam hält die Kamera. Letzten Aufnahmen. Wetter immer noch ganz toll. Wie gesagt, der Campingplatz hier ist der absolute Hammer. So, Delle, zurück an der Parzelle vom Campingplatz-Check. Elias haben wir dann am Ende aufgelesen. Der hat sich nämlich wehgetan. Ich zeige euch das mal. Der hat sich mit seinem neuen E-Roller, mit einem Freund, den er erst vorgestern kennengelernt hat, mal richtig hingelegt. Aua, aua, würde ich sagen, ne? Tut weh? Die andere Seite hat nicht gesehen. Oh Gott, die andere Seite auch noch. Ja, das ist da bei 15 km/h, Elias, ne? Das ist schon eine Geschwindigkeit, wenn man sich da hinlegt. Ja. Ich hoffe, du hast daraus gelernt, oder? Wie geht's der Luisa? Luisa, geht's gut? Ja, wenigstens einem, ne?